wenn du auf Jobsuche bist, siehst du auch immer diese Flash-Hierarchien und dynamisches Arbeiten und was auch immer die ganzen Leute immer auf die Anzeigen packen. Oder du gehst einfach in den Büros rein und du siehst die Gesichter von den Mitarbeitern, die einfach da stupide Index, wo bin ich denn überhaupt gelandet? Ne? Wenn du hier reinkommst und jeder sagt Moin und jeder begrüßt dich mit einem Lächeln und du an der Kaffeemaschine wirklich dich mit jedem austauschen kannst, das macht einfach ein cooles Arbeitsleben. MAC ist ja ein Softwarehersteller. Wir produzieren eine Branchenlösung namens Diva. Wenn du in einem Webshop was bestellst und du dann auf Bestellen klickst, danach würde quasi unsere Software loslaufen. Und diese Software liefern wir dem Kunden, wir projektieren sie, wir passen sie an. Letztendlich kriegt er so ein 360-Grad Zufriedenheitspaket. Die MAC ist ein Teil der Colana IT-Gruppe. Die Colana ist eine Plattform für unterschiedliche IT-Unternehmen, die wir gerade am Aufbauen sind, die sich mit unterschiedlichen Technologien, Branchen, ja, und auch unterschiedlichen Ländern auseinandersetzt. Was macht uns besonders? Die nordische Art macht uns besonders. Du hast einfach den Hafen hier, du hast hier viele Küstenregionen, du hast vielleicht irgendwie auch auf Segeln Bock. Klar, du kannst hier echt viel machen, man sagt ja auch da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Einmal die Woche können wir zur Massage gehen. Und wir haben mit Jutta unsere Küchenfee, die immer mittags kocht, morgens gibt's Brötchen. Da man ja wirklich Großteil seines Lebens bei der Arbeit verbringt, ist es für mich schon wichtig, sich wohlzufühlen. Ja, es ist natürlich wichtig für die Gesundheit. Also, dass man sich bei der Arbeit wohlfühlt und nicht irgendwie da den oder die Starke spielen muss, ne? Sondern dass man selbst sein kann. Du musst dafür brennen. Also du musst Ziele haben, du musst einen Weg dahin haben, ob das Ziel jetzt wirklich so eintritt. Das ist das Zweite. Aber letztendlich, du musst dafür brennen, für das, was du tust. Ja, sonst hat das keinen Mehrwert. Wir haben bei der MAC einen zweistufigen Bewerbungsprozess. In der zweiten Stufe lerne ich das Team kennen, in dem ich später arbeite. Und damit habe ich sofort den Zugang. Ich bin sehr konkret in Themen drin, in Projekten drin, bei Kunden drin. Also wenn du zur MAC kommst und du möchtest eine Nummer sein, dann bist du ja verkehrt. Wenn du zur MAC kommst und du möchtest dich entwickeln, bist du ja genau richtig.